Mit schon drei in den Körb so schwierig. I will tell Dave. Also du sollst weitermachen, hat er gesagt. Dich noch verbessern. Push, mate, push. Das Cluster-Technik, boah. Aber jetzt fühlst du die Strecken des Auto, oder? Schon ein bisschen mehr. Ja. Wenn du schon an die Zeiten also, herankommst, schon das geil. Das heißt, ich fühle das. Ich komme jetzt mehr damit zurecht, aber so fühlen von Lieben. Fühlst dich gleich lieben. Also. Du kannst auch gewisse Gefühle haben, ohne zu lieben. Oha. Klar! Das ist mir ja auch noch nie passiert. Na, immerhin bin ich mal eine 1,27 gefahren. Ich sehe es ja, 1,27,796. Ja, schaffst du locker, weil du bist ja jetzt nach dem Reconnection wieder 25 Runden jetzt hier. Schaffst du locker. Irgendwann dann habe ich meine Zeit auch gesetzt. Der Dong. Eieieiei. Ich bin mal kurz AFK. Geh mal. Under Gods. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Stunde? Bis gleich. Nein, halbe Viertel, Steifel, ich weiß nicht. Ich muss gucken. Bis 4 gleich. Stunden, bis gleich. Jo. So, Dab. Oh. Muss ich auf den anderen Sack gehen. Scheiße, Mann. Nee, jetzt habe ich fahren gemacht. Soll ich jetzt Escape drücken von hier? Lol. Toll. Da hab ich verklickt. Missklick. Oh. Ich habe kein Keyboard da. Das ist in der Küche, das Keyboard von hier. Oh. Mensch, David. Mensch, Mensch, Mensch. Schon cool zur Zeitenschlacht. Garage with Environment, Destroyer. 2,16 km/h. 2,16. Da steht aber da. Garage with Environment, weißt du? Bist du alter Grascher? Ich hab doch gleich Crash mit deinem Environment. Bist du der beste Grascher? Du bist der Mal Top Speed Crash. Garage 169, boah!
Hölle verrückt hier. Ich sag's dir. Da 1,25 Gesetze neu, krass. Gibt schon mal direkt Feuer aus. Thank you.
noch beim anderen Spiel, der Olli. Oh. Ich bin jetzt 9 Stunden im Kreis gefahren, ich kann nicht mehr. Deswegen muss ich mich ein bisschen ins Bett legen. Ich sag's dir. Oh, wie kann ich das? Ja. Oh, ja, ja. Uiuiui, dann ist aber 1.24 jetzt. Oh. Der Lauren kommt ran hier. Jetzt warte mal, wenn der Lauren die Zeit vom Spinne bitte macht. Der flippt aber aus. Ja, Olli. Die Zeitenschlacht. Seit vielen Stunden hier. Oh. Die Zeitenschlacht hier. Ja, das macht immer am meisten Spaß. Die ganze Scheiße neu einrichten, ey. Einfach löschen und so lassen. Da ich jetzt nicht mehr fahren kann, habe ich mich hingelegt und schaue zu. Noch einen krassen Fahrer getroffen hier. Echt nice. Also entweder es gibt so Bobs wie mich, die nichts schaffen, oder es gibt so Verrückte wie dich und Dave. So dazwischen ist irgendwie, findet man irgendwie gar nichts. Ich frage mich aber echt, wieso connectet jemand auf einen Server, wo 16 Stunden Qualifying sind? Da connectet einer nach dem anderen. Ja, man muss sich einfach denken, einfach ein bisschen fahren. Ja, genau, genau. Und wir haben es einfach so hochgesetzt, weil ich die Zeit 999 gemacht habe. Und wir können ja jederzeit skippen bei dem Spiel. Wenn wir Rennen fahren wollen, fahren wir Rennen. Fertig. Jawohl. Erster Sektor. Als Bestzeit hier. 31.039. Der Dave. Dann haben wir Zeit verloren. Ja, ich sehe, zweiter Sektor ist schlechter. Dritter Sektor auch beschissen. Man gibt da Mühe, ey. Oh nice, good first sector, Spinny. Personal best. Oh no! Oh, beide irgendwie habt ihr gleichzeitig. Wir sind gerade vorhin auch hintereinander gefahren und sind beide in der gleichen Kurve gestorben. Okay. Great first sector, yes. And 31.382. Yeah, 2 tenths ahead, but that's not enough. Mamma mia. Here, wanna see? Yeah. Mm-hmm.
compare the first sector, your and Dave's. But you can also see this results in game. Do you? That's the last lap only. I can see the last lap and the best lap, but not all the best sectors. Mein Gott. Mensch, Davy, hast du dich in der Kurve gedröht? Und dann hast du schräg auch stehen geblieben bei Lauren. Ich bin auch braindead, Alter. Waren schon viel zu lang, diese Autostreckenkombi. Ja, ich dachte, wir fahren jetzt so eine Stunde und dann machen wir Rennen und fahren die nächste Strecke. Aber irgendwie hat sich das zum Battle zwischen euch ergeben. Ich habe ein bisschen was gelernt, aber ich glaube, das ist wieder weg, wenn ich. Wenn ach, ich ist halt wieder weg. Ja, ist wieder weg, wenn du so fertig bist und dann ist es wieder weg, dann einfach. Jetzt kommt Olli und sagt, hey, kommt eure Zeiten, schlage ich ihr Säcke. Ich habe gar keine Chance gegen mich. Ich bin ein 24-Stunden-Sieger. Na? Abgehoben und so. Maybe Spinny, the new guy will beat your time. Ja, ihr habt jetzt Skill, das ist halt. Sonst habt ihr nicht gewonnen hier. Oder haben wir mit Split Glück gehabt, ja? Okay, okay. Waren da solche Gags drin oder was im Split? Au! Yo, 55,17 km/h. Crash wieder in Environment. Ich hab keinen Bock mehr. So unkonstant, okay. Ja, ja, ein Tensor Head. Das ist ja doof. Ja. Dev can read the chat too. I'm using the default wing, so I think 3 is the default one. But I'm dead. I won't drive anymore. Tja, so ist das, Udo. Hast du recht? Oh, it's okay. Ach ja. Das mache ich schon die ganze Zeit nebenbei am Handy, hast du gar mitbekommen. Ja, yeah, I'm using Wing 3. Da gibt er nicht auf hier. Der meint, eine Formel Auto kann er nicht schlagen, hat er gesagt vorher. Naja. Wer kennt ihn nicht? Du bist Beste. Das Beste oder nichts. Das ist ja doof, dass sie die Autos weggeworfen haben, aber zählt das als Riesenerfolg für irgendwas? Also gibt das fette Bonuspunkte, Olli, im irgendwelchen Rating und.
Cup-Punkte und irgendwie was? Naja, das Barcelona-Rennen ist halt kein richtiges Special-Event, es ist halt einfach nur so eins von den normalen Serien praktisch. Wenn du die Special-Events in iRacing gewinnst, ist halt ziemlich geil, ne? Die wir halt nur einmal im Jahr sind. Weil das sind auch nur einmal im Jahr, aber das ist halt die ganz normale Serie. Aber ist trotzdem cool. Natürlich ist es cool, klar, na klar. Generell so 24 mitzumachen, ist schon Porno. Mhm. Achso, ich hab das Handy. Akku schwach, Bodo. Muss laden. Tut mir leid. Kann grad nicht, ist zu heiß geworden. Kannst du Immortal Handy und PC synken schon, oder? Keine Ahnung, ich hab's nicht gespielt am Handy. Aber sollte gehen, ja. Kannst du anfangen, da weiterspielen. Ich hab's noch nie gespielt. Ach, das ist ganz nett. Und die ganzen Leute schimpfen halt. Aber man muss sich ja nichts kaufen. Es gibt so viele schöne Sachen. Oh, krass. Also ich hab noch keine News gelesen. Wie gesagt, weil es bis jetzt mich null interessiert hat. Aber worüber beschweren sich die Leute denn so genau bei Immortal? Ja, weil wenn man das beste Gear haben will, musste man halt Geld ausgeben. Aber das ist dann nur, wenn du top, so halt in der Bestlist oben stehen willst, das beste Gear haben willst, musst du ja nicht. Kannst auch entspannt spielen, weißt du? Ja, weil es sind wahrscheinlich so 5% der Leute, die überhaupt es versuchen, aber trotzdem beschweren sich alle. Ich weiß, ja, weil die Influencer das halt vormachen, weißt du? Ja, die Influencer, die Großen machen es vor, sputtern da 20.000, 30.000 Euro rein und dann sagen, ich hab immer nicht das beste Gear, weil es halt dein Glück ist, weißt du? Naja, ich meine, das ist halt immer noch ein Free Gear. Du kannst ich weiß noch den Aufstand bei Diablo 3 mit dem Ingame-Shop. Ja. Du kannst ja ganz normal deine Portale machen. Gibt zwei verschiedene Arten von Portale. Du kannst Bounties machen, kannst sogar Raids machen und auch Weltboss. Du musst halt nichts zahlen für nichts. Ja. Wie ist denn für dein Content vielleicht so ein Diablo 3 so von der Menge her so? Und du hast 30 Stunden Story und ich finde das besser als Diablo 3. Okay. Also Sachen, die mich in Diablo 3 aufgeregt haben, sind da halt nicht drin. Der geht auch alleine, wenn du möchtest, zu der Quest, die du brauchst, portet sich hin, geht hin, musst du nur noch ein bisschen rumschlachten. Einfach intuitiv sehr gut gemacht, als ob man nachgedacht hätte einfach. Ja, genau, wir wollen eine Stunde Best gehen. Wenn sie eine Stunde nicht Best geht, kriegen sie durch, die Leute. Ja, genau. Ich hab 3 eigentlich gar nicht so wirklich gespielt, ich war schon immer so Diablo 2 Spieler, weil ich bin mit dem Game halt aufgewachsen. Diablo 2. Dann habe ich jetzt halt auch das Remastered ein bisschen mehr gespielt. Noch nie gespielt. Nur das 3 ich. Ja, ich habe sogar mal das 1 irgendwann mal nachgespielt, aber das ist halt schon uralt. Nee. Aber das 2 und dann so Remastered. Deswegen habe ich so gefeiert, dass Remastered ist rausgekommen aus dem 2er, weil das war halt so mein Kindheitsspiel von der jungen Zeit damals. So. Mhm. Aber 3 hat mich nicht so wirklich interessiert, was halt komplett anders ist eigentlich als das 2er. Hatte nie so Kontakt zu Diablo, generell nicht. Nur mit das 3, einmal Season 1, 2 und dann Season 17 und dann 24 oder so, keine Ahnung. Und dann nie wieder. Irgendwann so, also keine Ahnung, ich konnte damit nichts anfangen, so wirklich. Und Maus ich und immer ein paar Click Stündchen nett, aber irgendwann... Ja, es hält da nicht lang. Maus und Click to Move war mir zu blöd, deswegen fand ich es cool auf der Konsole, schade direkt zu steuern. Und jetzt bei dem Immortal kannst du alles machen. Du kannst Click to Move so wie so klassisch. Du kannst mit Controller oder machst WSAD, geht auch, also schon geil. Oh, nice. Und Olli, du warst 25 Stunden wach und jetzt bist du schon wieder wach? Das ist doch krass. Du warst doch richtig Adrenalin und gehypt, weil erster Platz und sowas und 24 Stunden Rennen, also... Na klar. Viel zu viel für so einen jungen Kerl. Kappa. Technik, guck, der versteckt sich wieder vom Fahren, das sehe ich schon. Okay. Wollt ihr jetzt noch Rennen fahren oder nicht? Na, ich fahre es auch nicht mehr. Manche. Okay, 3 Stunden Strecke jetzt gefahren, ich habe keinen Bock mehr. Ich will diese Kombi nicht mehr fahren. Na, wie gesagt, Plan war Stunde maximal und dann weitermachen, aber ihr habt hier euer Duell da gemacht, ihr Sack. Oder er eigentlich.
Naja, nächstes Mal halt, oder? Man kann halt leider nicht alles im Stream haben. Ich kenne das. Besonders gestern. Von gestern kenne ich es besonders. Ja, dachte mir. Ich hab's ja gesehen, dass du geübt hast. Aber da kommen ja noch mehr für so eine Stunde rennen. Und wieso dann zu zweit? Ich dachte, in 24 Stunden tut man da einfach mit 4 Leuten fahren oder so, mindestens. Wenn schon das 6 Stunden mit 4 war. Oh, 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 Spinni. Ach so, es geht um die Nacht. Ich dachte um die ganzen 24 Stunden. Ja, okay. Ja, das ist ja okay. Bisschen wenig, aber nächstes Mal machst du mehr. Gib dir mal Mühe. Muss ja kleine Schritte machen. Immer kleine Schritte. 8, 16, 32. Mhm. Ja, der Olli fährt dann 32 Stunden und 24 Stunden. Ja. Ja. Das nennt man dann vorher vorglühen. Vorglühen? Anders raus. 1,24,0. Gleich schlafen versuchen. Das schlafen. Du bist ja noch fit von deinen 10 Stunden, glaube ich. Ja, aber nicht was fahren angeht. Du spielst ja ein bisschen CS, haben wir ja geredet, das bist du auch Profi. Ja, nee, kein CS. Was willst du jetzt, Techni? Da, was mit dir? Du stehst in der Box ganz faul, hast gar nichts zu sagen. Du fauler Hund!
du bist der Technik-Stryer. Und der andere ist der Dave-Nikus. Haben jetzt Namen getauscht. Hallo, Spinny. Oh, I'm done. Ja. Yeah. I'm done for today. Kannst du machen? Ja, ich seh's ja dann. Ja. Yeah. What's great? What's great? Also, after 9 hours, I can't drive anymore. I'm injured and I can't drive. My feet. I feel such a pain in my feet. Practice. Formula One. Nürburgring. Okay. Is Nürburgring your next race in your league? I see. Okay. But today, Spinny, you lost. You're not a winner. Dave is a winner. Oh yeah, baby. Much quicker than you? You are such a great driver, really? No, no way. Which war? There's no war here. We are all great. We are all a racer. Hmm? 2 seconds faster. In which car? Oh, Gex. Ja, bitte. Lass mich gerade anblasen vom Ventilator. Fand ich nicht gut, dass du Gags und Blasen dann nennst. So nah hintereinander. Anblasen, ja. Yeah, but the old F1s are like from the 50s. Yeah, really funny. So slow. And slow. And slow. And your league is driving the car you sent me before. That what's it called? Alpha blah. Which year is it? The car. Fuck off. but have a nice evening, mate. In your dreams, you are so good. I hope you have a bad race, mate. See you on the track and keep racing, don't forget that. Der Gex ist der eine, der immer lacht. Der immer nachts im Bett liegt, oder was? Der immer im Bett liegt. Ich hab geil geraced hier, Mann. Techni! Puh, aber schön, schön. Schau, was also für Kastenstrecken es noch gibt hier. Ja, du kannst Techni so richtig geil anschreiben, weißt du, wie ist so ein Fußballspieler? Techni! 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 Jo, wo ist denn der Techni? Der ist packt. Nein. Der fährt morgen nach Italien. Sein Heimatland. Der fährt morgen in die Heimat. Ja. Mal die Familie besuchen. Fährt er morgen an der Gardasee. Ja, einer muss ja, weißt du. Die kommen ja nicht her. Das ist eher erfahren. Einer muss sich mal opfern für. Ja, iRacing in Italien. Ja, Imola oder Monza oder... Was gibt's noch ein iRacing? Mugello. Gibt's ein iRacing nicht?
Ja, das ist Das war scheiße, ein blöd, bisschen blödes egal Spiel. hier. Soll halt payen, dass sie die Strecke scannen können. Ja, lieber verstecken wir dich, verstecken wir dich, verstecken wir uns vor dir. Aber schlaf. Ne, wir verstecken einfach Technik, easy. Stimmt, Da müssen dann wir uns müssen wir nicht uns. verstecken. Ich wollte gerade sagen, müssen wir uns beide nicht verstecken, viel zu umständlich. Wir verstecken lieber Technik. So. Einfache, einfache Sache. Gebetskammer mit der Sau! Ab in die Ecke. Boah, Gebe uns ein Lenkrad. Pedale kannst du behalten. Ja, der Gex macht sich wieder Bier auf. als ob. Weiter. Uiui, also, das ist ja gefährlich, also. 4 nach 4, also gib ihm. Also, Bier immer vor nach vier, oder? Reimt sich da. Ja, 4 Was ist vor das? 4 und 4 nach 4. Also 24-7. Genau. So wie das Streben hier. Nur so Und es schaffe ich gilt zu ja auch dann, überleben. das gilt ja dann auch, weißt du, 16 und 4 Uhr und so, und das heißt, dann ist es ja wieder einmal 8 und so und. Genau. Aber weißt du, was gar nicht geht? Ja, nein. Ein Knoppers nicht um 9:30. Also, da müssen wir mal hier das Knoppers auf dem Butter lassen. Ne? Ja. Wie 5 vor 12. Funktioniert doch so nicht. Ich dachte, du bist irgendwas am Machen. Ich sehe dich nur tippen. Echt so. Was machst du Warten denn? nur. Warten Sachen nur. machen, ja, tippen, tippen. Bestimmt ist irgendein Download noch nicht fertig bei iRacing, deswegen. Ja, der war. Oder Surf so einem Update, irgendwas. Ja. Künstlicher Alter. Du kannst nicht AFK sein, wenn du das Handy in der Hand hast. Es ist doch nicht auf Handy. AFK. Hatten wir es. AFK. AFK schließt nicht Handy aus. Ja. Ei, so. Was muss ich jetzt hier noch zusammenräumen? Oh je, je. Ja, nicht fertig hier, oder was? Mach mal hier die komische Abmod von dem. Ich habe gar keinen Anmod gemacht, von daher ist es scheißegal. Brauche ich halt nicht. Uff. Eieiei. Ja, jeden Tag Sklave hier. Kannst ja keinem Ui, erzählen. laber. Laber, laber, Kannst ja laber. keinem erzählen. So, jetzt sind alle weg. Jetzt kann ich mal meine Zeiten fahren, endlich. Na, Ruhe. Ich hab nur gewartet, dass alle disconnecten. Ja, das ist ruhig auf meinem Server hier. Nach Technik kicken, dann passt das. Kannst du dir nicht vorstellen hier. Echt, wir haben doch. Ich habe keine gemacht heute. So. Easy Dave's Zeitschlag. Sogar in der Ach, der Aufwärmrunde. fährt jetzt ja wirklich. Wer? Du? Das Video. Das Video. Klar ist das Video. Aber nicht. Ich höre doch klicken. Ja, das ist mit Sound. Video. Hä, denkst du, ich hab nie. Bin ich hier irgendwie im Stummfilm oder was? Was ist mit dir? Du kannst mich hier nicht verarschen. Wie ist der? Technik. Technik, Genau du das habe ich verarschst vorher uns. auch gemacht. Mich da gedreht, siehst du? Er stellt sich tot und dann fährt er, wenn alle weg sind. Das war echt hier schnell gerade. Er macht die Schildkröte. So, disconnected. Race cancelled.
Ich weiß gar nicht, was für Vorteile ich habe, wenn ich Admin bin am Server. Was kann ich denn da machen? Ich habe kein Admin-Menü oder so. Nix. Ja, normal, ne? 50%? Ja, gut, okay. Ich zum Glück weiß nicht, wie das wirklich sind. Der Stream ist nie live. Das ist immer, es ist alles schon lang, lang in der Vergangenheit, was wir da sehen. Ja, alles kalkuliert, was kommt. Jax sitzt eigentlich schon seit Jahren auf Hawaii und schlürft seine Cocktails vor sich hin. Genau. Und redet mit uns im Discord, damit es nicht so auffällt. Und die Weiber wedeln mir ein. Also ich meine mit diesem Dings da. Also. Von den Palmen wedeln und so. Ey, ich bin schon bei 42 Stunden. Das Spiel habe ich doch erst vorgestern installiert. Wie geht denn das? Ich hatte, bevor wir angefangen haben zu fahren gestern, habe ich 20 Stunden im Game gehabt. Du hast jetzt schon mehr als ich, trotz 2 Tage fahren noch. Naja, aber was ist denn jetzt? Wer kann, der kann. Überholt. Na klar, wenn ich dich sonst nicht überholen kann, zumindest da. Aber mehr Stunden als ich kombiniert aus Vergangenheit und die 2 Tage. Na siehst du? Ich hab jetzt 33,5. Und ich habe 11,5 letzten 2 Tage gespielt. Was? Also, ich meine, du hast mir das Spiel ja deswegen gegeben. Ich wollte es nicht unhöflich sein, weißt du? Wenigstens holst du mich in iRacing nicht so schnell auf. Da weiß ich zwar nicht, wie viele Stunden ich habe, aber das müssen die Hunde sein. Aber. Kannst du mir das erzählen?